Willkommen zurück zu einer neuen Folge Elden Ring. Wir sind jetzt wieder hier oben und hier sind irgendwelche fiesen Wildschweine. Au. Ich habe übrigens offscreen, ich bin nochmal durchgerannt. Ich habe gesehen, es gibt irgendwie eine Markierung auf der Karte, wo ein Boss sein soll. Ich glaube, die ist aber unter uns, weil... Also, hier müsste das irgendwo sein und ich sehe hier nichts. Ich bin ein bisschen rumgerannt, ich bin noch nicht nach oben gegangen, weil ich das mit euch zusammen machen wollte. Aber ich habe nichts gesehen, was auf Boss hindeutet hier. Also, oh, da ist ein Bär. Den werden wir töten. Ich habe außerdem... Junge. Ich habe außerdem hier irgendwo noch ein Skardu-Fragment gefunden. Keine Ahnung, warum ich das... ich meine, wir sind doch da durchgerannt. Übersehen habe. Das lag da einfach da. Was mich ein bisschen stutzig macht. Weil ich war der Meinung, wir hatten das einigermaßen gründlich abgesucht, aber anscheinend nicht. Das lag mitten irgendwo, keine Ahnung, auf der Straße. Oh, hier ist ein Gemälde. Das ist die Küste des Künstlers. Warte mal. Ah, dammit, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das diese Brücke hier? Wenn ja, dann müsste das entweder, müsste das vielleicht hier irgendwo sein. Aber naja, eventuell muss ich irgendwann mal noch online nachgucken, was es mit diesen Gemälden auf sich hat. Weil ich glaube, wir haben keine einzige Gemälde-Location im Basisspiel gefunden. Was mich eventuell dazu veranlasst, zu glauben, dass es... Ja, dass ich irgendwas mit diesen Bildern nicht richtig verstanden habe. Vielleicht sollen wir gar nicht die Location von denen aufsuchen, sondern... Keine Ahnung. Wir lassen uns mal so ein kleines Blitzschaf töten. Okay, probieren wir mal ein großes. Backstep. Okay. Scheiße. Aber hier liegt was. Au! Okay. Meine Fresse, du blöde Schaf. Okay, renn. Renn. Ich lass die Schafe in Ruhe. Ich tue euch nie wieder was. Ich versprich's. Oh, ey. Bist du aber auch ein Mistvieh. Hat es aufgegeben? Puh. Okay. Porten wir uns hier nach unten. Wir machen unseren Level up. Ich werde das Scooby-Doo-Fragment jetzt noch nicht verwenden. Wir werden eins, wir werden ein Up... Also ich nehme an, dass wir ein Upgrade verwenden können. Ja. Okay. Ich mache das jetzt... Das hier können wir machen, weil es spielt keine Rolle. Das hier mache ich erstmal nicht. Da warten wir... Also für Lola werden wir das dann... verwenden. Dann machen wir ein Level Up auf 40. Und jetzt versuchen wir mal, den Penner da zu töten. Weil wir haben noch... Ich möchte erstmal dann bei dem Boss weitermachen, wo wir bereits waren.
Er hat irgendwas getötet. Okay, wie groß ist die Range? Massig. Kann ich das... Au. Die Frage ist, ob ich da drüber springen kann. Ja, es geht. Okay. Dachte, ich war ein bisschen zu früh dran, aber ging. Au. Nicht kommen sehen. Das war der Arm. Ich habe keine Ahnung, wie viel HP der noch hat. Oh, wir haben ihm fast gar nichts abgezogen. Grundgütiger. Boah, der hält aber was aus. Okay. So weit, so gut. Oh. Ich glaube, wir können ihn critten, oder? Fantastisch. Kamera, meine Fresse. Oh, ey. Okay, ich hau einfach auf ihn drauf. Ach, er steht wieder auf. Fantastisch. Da hätten wir was machen können. Allerdings bin ich festgehangen. Idealerweise. Ah, das ist ein One-Shot, oder? Ja, war klar. Okay. Aber zumindest wissen wir jetzt, wahrscheinlich können wir dann ziemlich krass critten. Wenn wir das 3-4 Mal machen, dann liegt er wahrscheinlich. Ja, das war jetzt keine sonderliche Glanzleistung. Ah, Mann. Wo? Ach, hier sind das Zeug. Komm, nimm mit. Wenigstens tötet er alles in seinem Umkreis. Ich bin... Ach komm schon, echt? Ah, sind wieder tot. Ich dachte, ich bin gedodged. Aber anscheinend nicht. Dieses elende Feuermistvieh. Man könnte wahrscheinlich Feuerresistenz ausrüsten. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, das wird nicht viel bringen. Plus eigentlich ist er nicht so schwer. Das, die Hitbox ist einfach... Es hat eine Grab-Hitbox. Die sind immer ein bisschen wonky. Okay, das hat mich nicht erwischt, interessanterweise. Okay. Problem ist, man sieht nichts. Ich muss beide Füße im Auge behalten. Okay, das ist ein ziemlicher AOE. Der war neu. Legt er sich hin? Nee. Braucht noch ein bisschen mehr. Ah, oh, meine Güte. Ich muss beide.
Oh Mann, man sieht doch von oben nichts. Ah, oh, meine Güte, ey. Und alles wirft einem zu Boden. Okay. Man hat relativ viel Zeit. Ich nehme an, man muss ins Gesicht. Oder auch nicht ins Gesicht. Das macht null Sinn, was da gerade passiert ist. Aber er ist fast platt. Ne. Kippt nicht um. Noch nicht. Oh, weg, 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 weg. Keine Ahnung, wie man dem ausweicht. Hier geblieben. Ah, oh, ich treffe ihn nicht. Viel hat er nicht mehr. Mann! Hey, hey. Mach mich nicht fertig. Okay, tot ist er. 9000 Runen nur. Abwehrende Bleiträne, das ist ein Schlüsselgegenstand und Ofengesicht. Keine Ahnung, was das genau ist. Material zur Herstellung von Objekten. Findet man immer seltener. Eine kleine Nachahmung des Gesichts des Ofengolems. Eine von gekräuselten Hörnern umgebene Steinmaske, die den gefallenen Gott des Feuers zeigt, der die Sang der Hornherolde heimsucht. Dann hatten wir zwischendurch zeitig noch das hier gefunden. Schwerer Blitztopf, okay. Schlüsselgegenstände. War auch eins dabei, das Ding hier. Eine Kristallträne, die langsam im Laufe vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo sich das Harz des Gardubaums tief im Golemofen sammelt. Kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Das resultierende Gemisch verstärkt kurz die spontane Abwehr. Was heißt die Abwehr? Rüstung? Schadensresistenz und Abwehrgleichgewicht werden sofort nach Einnehmen einer Abwehrhaltung erhöht. Was ist eine Abwehrhaltung? Blocken? Wird eine spontane Abwehr erfolgreich ausgeführt, werden zum Abwehrkonter verstärkt. Es hört sich nach Blocken und Parry an, was einfach extrem komisch übersetzt wurde. Okay. Ich denke, wir sind hier erstmal durch. Wir wissen immer noch nicht, wie wir auf dieses Plateau hier hinkommen. Ich markiere das einfach mal, dass wir hier zurückkommen. Ich meine, hier drüben... Hier oben haben wir alles. Wie gesagt, ich habe nachgeguckt. Es war irgendwo noch ein Boss eingezeichnet. Ungefähr hier. Aber der könnte auch irgendwie hier unten sein. Da stand irgendwas von Küste, deswegen. Habe ich da jetzt nicht mehr großartig nachgeguckt. Ansonsten... Am Ende werde ich auf jeden Fall nochmal durchgehen. Aber ich denke, hier haben wir jetzt zumindest, müssten wir alle Bosse erlegt haben, die es gibt. Also hier im ganzen Flachland zählt das Gebiet hier mit dazu. See habe ich jetzt noch nicht angeguckt. Aber ist nicht so wichtig. Wo geht es eigentlich weiter?
Wir wollen hier hin. Und dann gehen wir erstmal vom Boss aus da weiter, wo wir halt können. Nehme ich hier den Aufzug runter. Oder hoch. Okay. Und dann gucken wir einfach mal, wie die Schwierigkeit davon ist. Alternativ könnten wir nochmal wieder zu Lola gehen. Aber die spare ich mir jetzt noch ein bisschen auf. Da will ich ein paar Stunden wirklich Zeit haben, um den Boss zu probieren. Und heute ist die Zeit eher etwas knapp. Hier ist nochmal was. Mehr Geisterasche. Ich habe das Gefühl, es gibt wesentlich mehr Geisteraschen als Scooby-Doo-Fragmente. Oder ich habe viele übersehen. Das kann auch sein. Okay, wo zur Hölle? Sieht ziemlich düster aus hier oben. Sehr dunkel. Wundervoll einladend. Das ist genau da, wo wir hinwollen. Okay, was haben wir hier? Nachricht vom Schattenturm. Okay, dann ist das wohl der Schattenturm. Für die Landsmänner des Autors hinterlassene Nachricht. Von Nadelritterin Leda hinterlassene Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Mikelas Spur folgen. Das Tor der Göttlichkeit liegt im Turm, der von Schatten versiegelt ist. Dort wird der gütige Mikela sicherlich gehen. Wir sind keine himmlischen, aber müssen den Pfad finden, der uns dorthin führen wird. Ich werde den Kreuzen nach Osten folgen. Die Kreuze Mikelas sind da wahrscheinlich gemeint, aber haben wir schon länger keins mehr gesehen. Das ist aber nicht ein Dead End, oder? Gott, ihr wollt mich doch verarschen. Oh! Was übersehe ich hier? Den Kreuzen nach Osten. Osten wäre hier. Ich sehe nicht, wie wir von hier. Die Gnade zeigt in diese Richtung. Ich weiß nicht, wie wir hier hinkommen von hier aus. Oh, hier ist jemand. Oh, unser Turm, der du im Schatten versteckt liegst. Oh, Erhabene. Deine Himmel durchbohrende Spirale führe ihn zu unserer größeren Gottheit und gewähre uns in aller Göttlichkeit die Erlösung. Was habe ich hier übersehen? Wir sind hier hochgekommen. Da ist der olle Baum. Da wäre Osten. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir haben kein Kreuz mehr von Mikela gesehen, seitdem wir die ersten drei gefunden haben. Die sind, glaube ich, auch nicht auf der Karte. Wir haben doch die Karte von Mikelas Kreuzen, oder? Hier. Die drei haben wir. Es gibt 6 gesamthaft. Keiner. Oh, untersuchen. Okay. Vom Schatten versiegelt und verschleiert. Meine Güte, heute kann ich nicht sprechen. Tja. Nervig. Ich dachte, jetzt geht's hier weiter. Ich meine, wir müssen nicht zwangsläufig bei Lola vorbei. Wir könnten auch
hierhin und gucken, ob wir uns nach Norden durchschlagen können, um das Kartenfragment vielleicht zu finden. Vielleicht. Weil hier sind wir in einem Gebiet, wo wir noch nicht waren. Alternativ könnten wir auch von hier aus versuchen, unser Glück versuchen. Ich weiß allerdings nicht, ob das vielversprechender ist. Es sah so aus, als würde es da nicht hochgehen. Ich werde jetzt hier erstmal nicht erkunden. Wir kommen nochmal zurück und werden alles sauber erkunden. Mein Ziel ist es erstmal jetzt wirklich, die Karte zu finden. Das ist das Allerwichtigste. Sind das Gegner? Das ist ein Gegner, das Ding atmet. Okay, ich will es jetzt nicht unbedingt aufwecken. Sieht ein bisschen wie Kaelid aus und verseucht leicht. Wir bestimmen keine Fäulnis hier geben. Nein, nein, nein. Grundgütiger. Wir gehen in die falsche Richtung, aber es geht irgendwie nicht in diese Richtung, in die Richtung, wo ich gerne gehen würde. Aber es war irgendwie auch zu erwarten gewesen. Wahrscheinlich müssen wir an Lola vorbei, wenn ich die Karte will. Grrr. Habt ihr Bock auf eine Folge Lola? Versuch. Oh, ne, hier kommen wir hoch. Warte mal. Weil ob das tatsächlich ist. Wie funktionierte das nochmal? Okay, jetzt hat's geklappt. Wir sind irgendwo, wo wir nicht sein wollen. So viel steht fest. Und ich habe das Gefühl, wir reiten uns immer mehr in die Scheiße rein. Hier ist eine Gnade. Will ich die überhaupt berühren? Naja, was soll's. Okay. Fuß des Klingengipfels. Wir könnten das Dungeon machen. Nebelrisskatakomben. Aber hier muss es irgendwie da hochgehen. Ich gehe nochmal kurz aus dem Dungeon raus und guck mal, ob wir hier irgendwie was sehen draußen, das uns weiterbringt. Und ansonsten werden wir dann wahrscheinlich zu Lola gehen müssen. Oder wie sie auch heißt. Lass das Ding runter. Okay. So, jetzt sind wir wieder in diesem Wald, wo wir auch keine Karte haben, aber vielleicht geht es hier irgendwie weiter. Vielleicht. Wobei, haben wir hier nicht schon das Zeug abgesucht? Was war das für ein Geräusch? Ist ein Bär? Ja, es ist ein Bär. Au. Der hält aber nichts aus und macht keinen Schaden. Juhui. Ne, hier, wir sind umgeben von Klippen. Ja, ich sehe nicht, wie wir von hier aus hochkommen. Ich denke und befürchte, wir müssen an Lola vorbei. Wir könnten auch nochmal. Man könnte auch hier unten weitergehen. Ich meine, es gibt viele Orte, wo man weitergehen kann. Ich will halt einfach die Karte haben. Das ist das Ding. Warte mal, hä? Nee, okay, das ist ein Dead End. Ich wollte gerade sagen, waren wir schon mal.
Hm. Au. Junge. Oh. Zum Glück habe ich den verdammten Aufzug runtergelassen. Okay, aber ich meine, wenn wir zu Lola gehen, brauche ich die Runen so oder so nicht, die 65.000, weil ich will die nicht jedes Mal einsammeln müssen. Das heißt, wir würden die dann da lassen. Geht's hier irgendwie hoch? Rotfleischpilz. Okay, ich sehe keinen weiteren Pfad. Es kann sein, dass ich hier was übersehen habe. Ich will jetzt aber nicht schon wieder im Internet nachgucken müssen, ob ich irgendwie was übersehen habe. Warum ich hier unten schon? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, dass sie hier noch was haben. Ich muss mich hier auf jeden Fall nochmal umsehen, aber... Warte mal, sind das Kreuze? Nee. Oder? Nee, da waren wir schon. Die sind hier überall verteilt, oder? Ja. Miki, das Kreuz. Ja. Hilft wohl nichts. Müssen wir durch. Das heißt, Kammer des Schlossherren. Ich glaube, das war das hier. Ich glaube, das war unser Checkpoint. Dann werden wir uns einmal hochpushen. Und in der nächsten Episode dann Lola bekämpfen. Hilft nichts. Wir müssen durch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.